Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Harry Potter, der Stein der Weisen. Jo, wir befinden uns hier im Magic Mushroom, würde ich jetzt sagen. Nein, wir müssen zur nächsten Unterrichtsstunde und wir werden mal hier längs laufen. Denn hier haben wir das letzte Mal aufgehört, weil das ist ja die Ausgabe. Hallo, Mora! Sagen mal, ein Speichersymbol gefunden haben. Ich glaube, mittendrin kann ich hier einfach speichern, ne? Das geht nicht. Wie ihr seht, sind wir immer noch recht weit hinten. Also die Slytherin sind immer noch weit vorne. Wir müssen also ein bisschen besser werden in den Unterrichtseinheiten. Nintendo! Ah, das ist mein Frosch, das ist gut. Ich habe irgendwie gar nicht gefunden. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll hier, muss ich zugeben. Aber wir finden schon einen Weg. Okay, jetzt wird's spannend. Harry Potter kann schon sehr weit springen, wie man sieht. Und da ist Gott sei Dank auch wieder was zum Speichern. Gut für uns. Oh, warte. Incendio! 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 Ah, guck mal da. Nintendo! Ah, wo kriegen wir so einen Weg hier? Einen Geheimweg, wollte ich was sagen. Oh, da bin ich mal runtergefallen. Da sind wir gerade eben ja durchgelaufen und jetzt laufen wir oben drüber links. Incendio! 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 Ja, hier kommt auch eine Schere rein. Incendio! 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 Nintendo! 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 Alle drei getroffen habe, hat sie das auch getan oder hat das auch, wer es auch vor? Das weiß ich jetzt gar nicht. Egal, wir machen das nochmal. Wir machen da hinten, da sind wir noch Tür, die wir auf jeden Fall haben. Incendio! 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 Hallo, Momora! Sachen? Perfekt, und hier ist noch ein Geheimgang. Okay, ich geh mal runter. Ich muss jetzt gleich hier den hochkommen und einen ganz anderen Weg laufen. Aber ich glaube nicht. Das ist ein bisschen schade. Aber es ist so. Es erinnert mich wirklich an den ersten Tomb Raider, obwohl die natürlich sehr, sehr agiler war. Aber es ist trotzdem an den ersten Tomb Raider. Hallo, Momora! Wir haben auf jeden Fall für George und Fred richtig viele Riesen Bohnen gesammelt. Das könnte ganz spannend werden. Hier geht's aber. Durch die Höhle. Wir gehen ja alle weg, aber müssen wir uns trotzdem jetzt nochmal durchschlagen. Da ging ja auch ein Weg hoch. Da ist ein magischer Fall gemacht. Der Hände ist Hagrid's Hütte. Da gehen wir gleich hin. Dann kriegen wir das Ziel. Incendio! Incendio! Da muss auch irgendwas sein. Ach, guck mal. Gibt hier aber auch viele, viele Verstecke, oder? Wir müssen uns beide jetzt mal angucken, die Karten. Also wunderbar, dass die Kamera mal so schnell empfindlich. Aber naja. Wir laufen mal durch. Na los. Grüß mal an, Navi. Hier an der Seite noch längs noch? Guck uns mal kurz die Karten an hier. Schon. Gott, der Gryffindor hatten wir auch schon. Da. Herb oder Üble, Grieche, erschuf den ersten Basilisken. Oh, das ist ja nicht so nett. Na gut.
Hier so. Da ist Hagrids Hütte. Mal sehen, was er von uns will. Der Waldhüter. Harry, hier drüben. Komm mal vorbei. Muss dir etwas in meiner Hütte zeigen. Übrigens Glückwunsch, dass du es ins Quidditch-Team geschafft hast. In Hogwarts spricht sich alles schnell rum. Willkommen in meinem Zuhause, Harry. Gut, dass das Eis. Ist zwar klein, aber bestimmt geräumiger als dein Schrank unter der Treppe, ne? Kann der jetzt zeigen, worüber ich mit dir sprechen wollte? Ist ein Drachenei, Harry. Vergiss nicht, ist unser Geheimnis. Das Ei ist im Moment in einem heiklen Zustand. Kann es nicht hier allein liegen lassen. Aber ich brauche ein paar Feuersamen, um es so weit zu wärmen, dass es schlüpft. Harry, kannst du mir ein paar Feuersamen holen? Züchte sie in Höhlen draußen im Garten. Musst so viele Feuersamen holen, wie du finden kannst. Sei vorsichtig. Die Pflanzen spucken Feuer und die Samen sind heiß. Lass sie abkühlen, bevor du sie aufhebst. An die Arbeit. Ist ja auch total nett von ihm, dass er jetzt Kinderarbeit macht. Der gute Hagrid. So, lass uns mal die Höhlen suchen. Die Höhlen im Garten. Also, wir gehen mal hier rum. Gucken, ob wir hier was finden. Von da sind wir gekommen. Das hätte ich wahrscheinlich hinten rausgeholt. Wir gehen trotzdem mal rum. Schauen wir uns ganz mal an hier. Da hört die Musik einfach mal aus. Der da so nicht längst, da hinten wahrscheinlich, ne? Genau. Gut. Obwohl, da sah es aus wie Höhlen, ne? Das hier, aber es ist nur der einzige Weg, den es gibt hier. Deswegen wird es der sein. Überhaupt nicht mal. Die Tür schon wieder zu. Nintendo! Ah. Der Mega-Zaubermeister. So, Harry. Da. Nintendo! Nintendo! Ja, da zu den Höhlen. Ich geh mal kurz in die Ecke. Das ist immer Geheimnisse. Tada! Alohomora! Ein Frosch, sehr gut. Schon Leben brauchen wir noch. Da sind die Höhlen, glaube ich. Hier ist ein Wasserfall. Ich bin überlegt, dass man das damals nicht schöner machen konnte, ne? Schauen wir mal. Ich wünschte mir eine Serie von Harry Potter, dass sie einfach alle Bücher originalgetreu von der Serie her nach drehen würden. Also wenn man jetzt überlegt, es gibt ja leider gibt ja die Filme, die sind auch sehr gut, würde ich gar nicht bestreiten, aber ich glaube, man könnte die wesentlich cooler machen. Was ist eine Tür hier? Also es fehlt mir einfach zu viel. Wenn ich zum Beispiel nur an und den Feuer, dann fehlt doch massenweise. Fehlt doch massenweise was eigentlich. Also es fehlt ja wirklich viel. Oder bin ich jetzt der Einzige, der es auffällt? Es fehlt doch, also gerade der ganze Anfang fehlt. Das ist doch schade, finde ich. Auch mit Rita Kim kann da. Okay.
Alohomora! Wie bleiben Sie hier? Nintendo! Okay, das war einfach nur ein kleiner Rundgang. Nicht schlecht. Sieht mal aus, ob es gleich runterfällt, ne? Finde ich. War eigentlich springt er relativ gut. Aber trotzdem, wenn man denkt, gleich fällt er runter und dann. Mach mal. Und da können wir schon wieder speichern. Wow. Kein Wunder, dass Harry das Hacker das Problem will. Ist ja auch einfach ein mega Abenteuer hier. Nintendo! So, jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen komisch. Nintendo! Okay, ist ein Frosch. Alohomora! Aber sagt mal, was ihr davon haltet. Würdet ihr auch eine Harry Nintendo Potter Serie feiern? Ich würde die mega feiern, wenn die eigentlich, also ich meine, überlegt mal, wie viel rausgelassen wurde aus den ganzen Büchern. Das glaubt man gar nicht, wenn man jetzt eine Zeit lang die Filme nur gesehen hat und dann irgendwann nochmal wieder ein Buch anfängt. Also ich habe die Bücher ja vorher gelesen und danach da ist mir schon aufgefallen, aber dann habe ich danach die Filme nochmal geguckt und gar nicht mehr die Bücher angefasst. Und jetzt habe ich gerade die Bücher in Gange auf meinem Kindle und ich muss sagen, das ist einfach nur... Das müssen Feuersamenpflanzen sein. Hagrid hat mir geraten, ich soll mich nach Möglichkeit von den heißen Samen fernhalten. Okay. Nintendo! Und noch sind die heiß? Mal kurz damit abkühlen. Da, jetzt. Wie viel braucht er denn? Hat er nicht gesagt. Wir finden bestimmt noch ein paar. Nintendo! Alohomora! Er geht zurück, okay. Er geht weiter, er geht zurück. Okay, jetzt speichern wir auch nochmal, das ist sehr gut. Er geht weiter, man kann auch nicht diesen Geheimgang erspringen. Ja, das heißt Geheimgang, ne? Nicht so aus wie eine Tür hier. Okay. Das Hochklettern ist echt dämlich. Wie kommen wir da dann rüber? Da kommen wir von hier gar nicht rüber springen. Das geht natürlich nicht. Ja, da können wir wieder rein. Nintendo! Alohomora! Weiß nicht, wie viel er braucht, damit wir ihn rauskriegen. Gute Hagrid. Schaut nicht so aus. Gut. Da schießen wir die Kugel mal runter. 12 Stück haben wir jetzt gesammelt. Nintendo! Ach, guck mal, da ist noch eine blöde Schildkröte. Nintendo! Wo geht's einfach nur tief runter? Ah, da geht's hoch, okay. Speichert.
Ein Geheimgang. Incendio! Incendio! Flipendo! Warten? Ein Stück. Keine Ahnung, wie viel der braucht, der gute Hagrid. Mal raus. Ah, der darf man nicht. Er muss sich gleich festhalten oder er. Ja, das weiß ich nicht. Das ist komisch. Was die Geräusche, die machen, wie die eingesammelt werden. Sehr da gibt es auch noch eine Hülle unten, wie ich sehe. Die Frage, was man macht. Ging das gerade raus oder ist da unten jetzt? Dann ging das eine kleine Hülle weg. So hätte auch T-Rex gehen. Ah, okay, dann haben wir den Umweg gemacht und sind wieder hier gelandet. Das ist natürlich auch gut. Hier ist eine Feuerpflanze. Flipendo! Hängt immer so ein bisschen fest hier an der Pflanze. Und liegt so ein bisschen in der Luft. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd. Flipendo! Oh. Relativ zügig zustande kam damals. Heutzutage lässt sich hier viel Zeit und versucht, dem allen gerecht zu werden, aber damals hat es, glaube ich, musste schnell fertig werden, um auch direkt nach dem Start des Films zu kommen. So, ich glaube, wir haben alle gefunden. Okay, mehr gibt es nicht. Mal gucken, ob wir Hagrid finden. Da ist er doch. Fragen wir direkt. Hagrid! Gut gemacht, Harry. Hast all die Feuersamen gesammelt, die ich brauche. Hier, eine Bildkarte für dich. Ist aus meiner eigenen Sammlung. Komm rein, Harry. Putz dir die Füße ab. Okay. Komm die Karte rein. Wunderbar. Leg sie ins Feuer, Harry.
es geschafft, Harry. Es schlüpft. Ist er nicht wunderhübsch? Werd ihn Norbert nennen. Ist ein norwegischer Stachelbuckel. Danke, Herr. Na komm schon, mein Schöner. Bereitest dich jetzt am besten aufs Quidditch-Spiel vor. Wird sicher ein spannendes Spiel. Die Slytherins sind ziemlich gut. Wirst es ihnen schon zeigen, nicht wahr? Sollte Norbert bald was zu fressen geben. Geht direkt über ins Quidditch-Spiel. Das ist super. Willkommen bei Quidditch. Ich heiße Lee Jordan und bin der Kommentator. Gryffindor spielt gegen Slytherin. An jedem Ende des Quidditch-Feldes gibt es drei Tore. Die Jäger spielen mit dem Quaffel und versuchen, ihn durch die Ringe zu ziehen, um Punkte zu erzielen. Es ist wichtig, die Klatscher immer im Auge zu behalten. Klatscher sind verzauberte Bälle, die einen vom Besen hauen können. Jedes Team hat zwei Treiber, die versuchen, diese Klatscher abzuwehren. Der neue Sucher im Gryffindor, Tindor, Harry Potter. Es ist seine Aufgabe, den goldenen Schnatz aufzuspüren und ihn dann zu fangen. Jordan, hier wird keiner bevorzugt behandelt. Tut mir leid. Man sollte zuerst versuchen, den Klatschern auszuweichen und dann den Schnatz zu fangen. Das Team, das den Schnatz fängt, gewinnt. Viel Glück! Hoch! Und sie fliegt los! Lasst uns mit dem Quidditch-Spiel beginnen. Ein goldenes Glänzen. Ist das der Schnatz? So, direkt hier machen wir mal eine Pause, weil wenn wir jetzt auch noch das Quidditch-Spiel machen, das dauert wahrscheinlich auch zu lange. Genau, wir machen hier eine Pause. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und wenn ihr Lust habt, seid auch beim Quidditch-Spiel beim nächsten Mal dabei. Und ja, bis dahin, tschüss.